Okay. Klingt vernünftig, oder? So ein kleines Foto von uns. Das Steam-Overlay funktioniert. Oh, das Steam-Overlay. Ich kann Screenshots machen. Ja. Das ging ja vorher alles nicht. Wer ist das denn? Kenn ich den? Gesucht William Joseph Blaskowitz, alias BJ Terrorbilly? Mörder? Entführung? Was? National Firearms Act? Also Verstoß gegen die Gesellschaft oder was? Terrorist? Materieller Unterstützer von Terroristen? Ah ja, okay. General Engel. Boah, das sieht echt richtig gut aus hier. Das sieht richtig geil aus. Also, Amerikaner. Ein geiles Auto. Ins Konzert? Oh, Jeb geht. Er ist ein großer Fan von Die Käfer, oder Jeb? Die Musik macht mich glücklich. Was ist schon dabei, Wayne? Da ist gar nichts dabei, Jeb. Sie haben guten Geschmack, Amerikaner. Sehr gut. Sie gehören jetzt zu uns, als Untertanen des Kanzlers. Ich hoffe, Sie fühlen sich diesem Land und seinen wunderbaren Einwohnern zugehörig. Ja, natürlich, Sir. Auf jeden Fall. Ein kleiner Ratschlag von mir. Sie erleben einen neuen Aufbruch Amerikas. Sie haben eine Wahl in dieser neuen Welt. Denn die Zeit wird kommen, in der sich, wie sagt man, die Spreu vom Weizen trennt. Waren Sie beim Geschichtsunterricht? Natürlich, Sir. Gut, Sie da. Wann wurden die Friedenstruppen nach Amerika entsandt? Ja, natürlich. Also, Ja, 19? Ja, raus damit. 1948? Mein Gott! War das richtig? Nein, falsch! 1949! Das war eine Operation zum Wohle Ihres Landes! Wann betrat Hans Armstark den Mond? 1953? Nein, das ist falsch! 1950? Ich habe genug gehört, das reicht mir! Oh, es tut mir leid, ich muss noch so viel lernen! Strengen Sie sich mehr an! Das werde ich, Sir! Tut mir leid! Wir gehen hier mit ganz eiserner Faust. Guten Tag. Ich kenne Sie doch. Beeindruckend. Wo habe ich Sie schon mal gesehen? Ich habe den Kerbenmann an einem Gewehrkolben gesehen. Ein beeindruckendes Ergebnis. Das sind keine Abschüsse. Die sorgen dafür, dass das Gewehr mir nicht wegrutscht. Ich habe Probleme mit schwitzigen Händen. Uiuiui. Die haben nur diese winzigen Ami-Gläser. Aber wir können die Blumenvasen von der Fensterbank nehmen. Abgemacht. Oh, da hinten schmeißt jemand. Ja, Entschuldigung. Ja, da schmeißt jemand Konfetti aus dem Fenster. Die Motorräder. Ich kenne da eine Serie. Und da gab es so eine Motorräder schon mal. Aber der Sitz war etwas anders. Kann man doch nicht trinken. Ja, was ich trinke Energy. Prost. Ach, scheiß drauf. Oh Mann, lecker. Was steht da? Komm Helm. Hier hinten saß jemand. Ich muss mir alles angucken. Hey Kollege, was ist mit dir los? Sie da. Ja. Klar, immer her damit, immer. Ah, komm schon. Verdammter Verräter sind. Ja, aber ihnen kann ich vertrauen. Ja, na klar. Diese Regimeschweine müssen sterben. Ja, genau. Verdammte
glotzen Sie so? Was ist denn mit deinem Geheimnis, mein Freund? Der Regimeanhänger. Nee. Erzähl mir ruhig dein Geheimnis. Und zwar ist all. Dann können die auf einem weit entfernten Drecksplaneten zusammenbrennen. Ja. Aber erzähl uns doch dein Geheimnis. Was? Ach. Oh. Dann haben wir hier Schönes. Jesse Love. Okay. Ich hatte übrigens was gesehen. Und zwar Vorteile. Haben wir hier denn schon was freigeschalten? Noch nicht, oder? Genau, also erst, hier, guck mal hier, Enigma-Codes. Untersuchung von toten Kommandanten finden. Meisterung 1. Belohnung, Alarmsignale der Kommandanten sind gestört. Dadurch wird der Alarm verzögert. Ah, cool. Ja, das hat er ja schon mitgekriegt. Das ist richtig nice. Da haben wir den Vorteil, nochmal vorzuwaschen, wenn wir sehen, dass wir entdeckt wurden. The Star Spangled Daily. Germanische Medien, die ehrlichsten in der Geschichte. Ja, das glaube ich jetzt nicht. Das gucken wir uns alles später nochmal an. Closet? War ja nicht gerade. Roswell, Kinoprogramm. Aha. 11.50 Uhr, Zeit für den Wandel. 14.10 Uhr, die Rettung des Westens. 17.50 Uhr, Joe und der Roboterhund. 21.10 Uhr, Amerika, die Neuordnung. Demnächst, Liebe in Zeiten des Terrors. Ja, klingt mir sehr... komm, ich darf hier nicht rein. Ich will auch Elite Hans spielen. Oh, cooles Fahrrad. Ach Mann. Alle dürfen Elite Hans spielen, aber ich nicht. Guten Tag. Was haben wir hier? Roswell. Bretzels? Bretzels. Guten Tag. Ich bin ein Feuerwehrmann, der auch Fernsehen gucken will. Ich habe nichts Verdächtiges an mir. Willkommen. Open every day. Ein Café. Aber da ist nichts drin. Na, guten Tag, die Damen. Kann ich Ihnen helfen irgendwie? Einfach nicht. Aha, Elektronics. Was gibt's hier Schönes für dich? Mein Liebster, weißt du, wie wunderschön du bist? Hör doch auf. Ich liebe dich, Allison. Ich liebe dich, Otto. 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 Es sah irgendwie erst aus wie so eine Schlafmütze. Ach, Allison und Otto, ihr werdet ein glückliches Paar. Ja, genau. Oh, es gibt hier Delphers Car Shop. Cars, Parts and Service. Ah, ein Käfer. Sieht aber sehr futuristisch aus. Guten Tag, Officer. Hallo. Nein. Ich bin nur Feuerwehrmann mit einem Feuerlöscher. Das ganze Mal. Wir laufen immer so rum. Immer für die Arbeit bereit. Schaut euch an, wie ihr eure eigene Zerstörung feiert. Oh, Ice Cream. Hey, Kollege. Maidner? Richtig? Korrigieren Sie mich, falls nicht. Fast, Fräulein Altner. Ach, denken Sie an die Prüfung am Tag des Wechsels. Sie bestehen sicherlich mit Bravour. Ich konnte diese primitive Urwaldmusik einfach nicht mehr hören. Jazz und Rock'n'Roll. Ziemlich schreckliche Musik. Nicht wahr? Es ist recht, Fräulein Altner. Ich erkenne großes Potenzial in Ihnen. Ihre Haltung ist makellos. Sie schmeicheln mir, Herr Hauptmann. Sie haben es auch verdient, mein Fräulein. Ja. Aber ich frage mich eine Sache, Herr Hauptmann. Nur zu. Warum dulden
der Band, die Käfer. Das sind Engländer, die so tun, als wären sie es nicht. Ich höre nicht mal mehr Mozart, seit ich gehört habe, dass er nicht aus Germanien stammt. Oh nein. Beethoven. Echt? Also das... Fräulein Altner, darf ich Sie daran erinnern, dass der Kanzler selbst nicht gebürtig aus Germanien kommt? Genau wie auch meine Großmutter. Oh, tut mir sehr leid. Ich wollte nicht... Den Kanzler so zu beleidigen, ist ungeheuerlich. Ich wollte wirklich nicht... Still jetzt, Fräulein. Ich werde Sie meinen Vorgesetzten melden. Oh, bitte nicht. Sie stehen ab jetzt unter Beobachtung. Leisten Sie sich keinen Patzer mehr. Sonst hat das ernsthafte Folgen. Verstanden? Jawohl, ich... Still! Muss ich ganz genau aufpassen, was du sagst. Oh. Entschuldigung. Aber ich will den General sehen. Ja, Entschuldigung. Victory Day, celebrate the New America Order. Was steht denn auf dem Buch dort? Oh, Engel Victory. Boah, die sehen echt gut aus, die Soldaten. Das ist schon krass. Guten Tag? Ja, was zu kaufen? Ach, hier, Frau Engel Victory. Alter, was ist das für ein Riesenbuch? Wie werde ich ein guter Bürger? Ihr Part of the Regime? Ja, nee. Oh. Wollen Sie eine Zeitung kaufen? Die Nachrichten von heute, Mister. Nur eine Neumann. Sagen Sie mal, irgendwo erkenne ich Sie. Sind Sie vielleicht berühmt? Ja. Oh Gott. Wenn Sie der sind, für den ich Sie halte, sollen Sie wissen, dass ich immer hinter Ihnen stehe. Okay, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Er hat uns erkannt. Aber er verpetzt uns nicht. Victoria Tag, Parade größer denn je. Ach, drüber falsche Taste. Okay, also einer hat uns erkannt. Klasse Spielzeug. Toys and Cards. Ah, okay. Na? Kaufst du was zu spielen? Ich will ein Kaugummi. Grüß deinen Vater, wenn du wieder auf der Farm bist. Oh, und sag ihm, ich versteigere diese Woche einige belastbare Sklaven, falls er Interesse hat. Es gibt auch Cocktails. Sag's ihm, wir sehen uns. Okay. Das ist auch was, was... Wir dürfen also wieder mit Sklaven handeln. Aha, cool. Hey, Kollege, was gibt's denn hier Schönes? Buchrezension. Was die Traumbauer Tagebücher? Ah, ja, okay. Jetzt sehen wir, wie sie dann herauskommt. Identität verifiziert. Einen schönen Tag in Boswell, Bürger Robert Fisk. Guten Tag, Robert. Na, wie geht's? They are spying. Spy back. Okay. Ausmerzer der Amazing Sky Fortress. Ja, den haben wir leider schon kennengelernt. Guten Tag, General. Ein paar Donuts, Kekse. Wir gucken, ob die hier rauskommt. Ich glaube, passiert nichts mehr. Ja, kriege ich ein Eis? Oh, ich krieg kein Eis. Early Bird Show. Ah. Guten Tag.
Nee, wir kennen uns nicht. Nein, 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 nein. Ich war gestern mit Mary Jane im Kino. Mann, der Film war richtig dufte. Der Kanzler hat Hollywood wirklich von dem ganzen verdorbenen Mist befreit. Aha, aha. Jetzt ist alles viel besser. Und der Film... Du Verräter? Ja, ja. Brauchen die so lange? Warum machen die nicht auf? Hey, schauen wir uns doch am Samstag an. Wie wär's? Du bringst Mary Jane mit und ich komme mit Mandy. Vielleicht nächstes Wochenende. Dieses Wochenende habe ich Geschichtsunterricht. 1951, nicht vergessen. Sind das dieselben von vorhin? Mal gucken, nochmal hinter. Ich muss, wie gesagt, ich muss immer wieder entschuldigen. Aber ich will wirklich, wenn es geht, echt viele von dem Spiel mitnehmen. Das ist auch sehr, sehr, sehr geil umgesetzt, alles hier. Und deswegen würde ich mich ärgern, wenn ich hier irgendwas Lustiges. Genau mein Ding. Ach, hier soll ich ja sogar hin, ne? Ich glaube aber nicht, dass es hier noch sehr amerikanische Sachen gibt. Oder Speisen. Alles gut, Leute. Geh nur mit meiner Atomrakete spazieren. Ja, machen wir doch alle. Guten Tag. Ein Donut? Ich hätte gern Donut, oder nicht? Na gut. Was hast du denn heute gelernt, Peter? Ja, Peter, hast du gut aufgepasst? Sachen? Die neue Regierung lehrt dich wichtige Dinge, Peter. Ja, Peter. Für Sachen. Dass der Kanzler ein großer Autor und Maler ist. Sehr gut, mein Junge. Bobby meinte, der Kanzler hätte die Mona Lisa gemalt und die Atombombe gebaut. Ja. Ich hatte meinen Kopf in die Toilette gesteckt und gespült. Was? Das ist ja schrecklich. Man sollte diesem Bobby Manieren beibringen. Aber seine Mutter wird das bestimmt nicht tun. Du musst mir versprechen, dass du dich von ihm fernhältst. Hörst du, Peter? Jetzt such dir was von der Karte aus. Hätte doch die Geheimpolizei die Hilfskraft nicht abgeholt. Wann kriegen wir endlich wieder hausgemachtes Essen? Mama, kann ich das Chili haben? Natürlich. Juhu. Ja. Wie wir hier überhaupt irgendwann bedient werden. Mama, gibt Stress? Und das hier? Ist das ein Saugroboter oder ein Wischroboter? Ist ein bisschen übertrieben, oder? Steht Essen mit dem Koffer, da ist keiner mehr. Guck mal, ein Fernseher, der an der Decke fährt. Nice. Kann ich hinten rein? Nee. Rein? Nee. Okay, dann werden wir an der Decke klingeln. Gucken, wer hier auf uns wartet. Immer mit der Ruhe. Ah, Super Smash. Schönen guten Tag, bitte. Setzen Sie sich, ich bin sofort bei Ihnen. Ja, ja, ja. Was kann denn sein? Wir schließen dann einen kurzen. Das ist zum Mitnehmen. Mal sehen, ich nehme. Ja, Atombombe auf dem Tresen. Becky weiß, dass Sie den Generalstab angreifen. Aber er weiß nicht, dass Sie eine Atombombe dabei haben. Das müssen Sie ihm sagen. Der will Augen machen. Komm, Peter, gehen wir woanders hin. Aber Mama, wir haben nicht mal. Aber. Oh. Bitteschön. Danke. Einen schönen Tag noch. Oh oh. Sieh da, eine Erdbeermilch, bitte. Guten Tag. Oh, ich hoffe, Sie haben hier kein Feuer zu löschen. Sonst komme ich ein andermal wieder. Das Feuer kann auf jeden Fall warten, Kommandant. Eine Erdbeermilch, komm sofort. Feuerwehrmann, Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Nee. Sie sehen germanisch aus. Arbeiten Sie in Wache 2? Nee, nee. Oh, vielen Dank. Also, zeigen Sie mir Ihre Ausweispapiere.
Ja, Moment, warte, ich muss sie kurz her aus meiner Jacke. Diese Feuerwerke sind so viele Taschen. Entschuldigung, Moment. Ach hier, bitteschön. So. Erdbeermilch, lecker. Das schmeckt mir in Amerika am besten. So einfach. Nur Milch und Eiscreme. Um den Rest der Karte werden Sie sich aber noch kümmern müssen. Ich glaube, sie sollte germanischer sein, ja? Ja! Kommen Sie aus der Gegend, John Smith? Hm? Ja. Ich weiß, dass Sie in Wache 6 arbeiten. Wo ist die denn überhaupt? Diese Wache ist mir gar nicht bekannt. Die ist gleich da hinten, um die Ecke. Reden Sie. Da hinten. Wir werden vom Generalstab verlangt. Hat das nicht Zeit? Ich trinke gerade noch meine Erdbeermilch. Leider nicht, Kommandant. Der Generalstab verlangt, Sie umgehend zu sehen. In Ordnung. Bin schon unterwegs. Grundgütiger. Großer Gott. Sie sind das. Was du willst, machen Sie die verdammte Tür zu. Ups. Ups. Nicht, dass ich Ihnen nicht vertraue, Blazkowicz. Aber Sie könnten ja auch bloß eine Maske von William J. Blazkowicz tragen, unter der sich Ihr Weltraum-Echsengesicht verbirgt. Halt die Fresse, Vogel! Das verdammte Passwort. Sie gab mir keins. Na schön. Runter mit der Maske. Zeig mir dein verdammtes Echsengesicht. Super Spash-Waffe runter, sonst breche ich Ihnen den Arm und knipse Ihnen das Licht aus. Ja, das dürfte bezeugen sein. Ich wusste, dass Sie es sind, Terror Willi. War nur Spaß, kommen Sie. Vielleicht sollte jemand den toten Kommandanten aus dem Sichtfeld nehmen? Ich meine ja bloß. So, willkommen in der Bodenkontrolle. Bin noch nicht dazu gekommen, hier ein wenig aufzuräumen. Das tut mir leid, dass... der Scheiß hier ist echt gut. Das schirmt die Signale ab. Sehr effektiv gegen außerirdische Gedankenkontrolle. Ja. Wie geht's, Grace? Gut. Die kleine Abby? Absolut bestens. Mann, ich vermisse sie. Selbst, dass sie mir ins Gesicht pinkelt. Das vielleicht sogar am meisten. Kleine Stinkerin. Was machen Sie hier überhaupt, Super Spash? Das hier? Mein Vater und ich haben hier alle Hinweise auf die Vertuschungen der Regierung gesammelt. Keks? Nein. Okay. Ist schon mehr als 10 Jahre her. Am Sommer 47. Hab in dem Jahr aufgehört, als Anwalt zu arbeiten. Und bin zur Schwarzen Revolutionsfront gegangen, nachdem ich dafür gesorgt habe, dass die falsche Mordanklage der FBI-Schweine gegen Grace fallen gelassen wurde. Damals hörte mein Vater den Polizeifunk und brachte mich nach Norden, zur Murphy Ranch. Wo wir dieses abgestürzte fliegende Untertassending fanden. Kurz danach stürmte das verdammte US-Militär rein und riegelte den gesamten Bereich ab. Irgend so ein Bullshit über einen Wetterballon. Alles nur Lügen. Denn wir waren schneller und hatten eindeutige Beweise. Hier, schauen Sie mal. Das Schätzchen hier habe ich von der Absturzstelle. Glauben Sie, das kommt von einem Wetterballon? Na, das ist da die Shoot-Technik, mein Freund. Aufgezeichnet und überwacht, was das Militär im Schilde führt. Gebaut hat das hier mein Vater. Sie denken also, das war ein Raumschiff. Ich sag ja nicht, dass es eine fliegende Untertasse aus dem All war. Aber es war auf jeden Fall nicht von dieser Welt, wenn Sie mich verstehen. Es ist alles miteinander verbunden. Wenn Sie der Kausalkette folgen, finden Sie am Ende diese geheime unterirdische Anlage 10 Kilometer östlich von Roswell bei Bottomless Lakes, Area 52. Dort hat die Regierung eine fliegende Untertasse abgefangen und die Leichen und die Technologie unterirdisch eingelagert. Alle waren beteiligt. Die FBI-Schweine, die Militärschweine, selbst das Präsidentenschwein höchstpersönlich. Schauen Sie doch. Area 52, Area 51, hier drüben Area 56. Überall im Südwesten. Nevada, New Mexico,
alles ein gigantischer Komplex, verbunden durch unterirdische Zugtunnel. Hier, sehen Sie die Bilder an. Plasmawaffen, Gedankenkontrolle, Antigravitation. Und nachdem unsere feige Regierung vor den Regimeschweinen kapituliert hatte, schnappten unsere neuen Anführer die Basen und machten eigene Experimente, um ihre Ideologie voranzutreiben. Hier, schauen Sie. Das ganze Ding ist die Area 52 Militäranlage. Hier oben haben die Regimeköpfe den scheiß Generalstab eingerichtet, wie man sehen kann. Hier darunter liegt das Gewölbe voll mit dieser ganzen abgedrehten Technologie. Alien-Scheiß, das ist alles. Anti-Shoot, mein Freund. Also, ich hab's selbst nicht gesehen, aber es ist da. Naja, was auch immer da ist, das sind keine Marsianer. Okay, okay, in Ordnung. Niemand weiß genau, mit welcher Art von Technologie wir es zu tun haben, aber höchstwahrscheinlich außerirdisch. Das sind keine Aliens, Zed hat gesagt. Woher wollen Sie das wissen? Sind Sie jetzt ein Scheißexperte für Außerirdische? Nun, ich war verdammt lang Anwalt und ich weiß, wie gottverdammte Verschwörungen aussehen. Also, ich will ja nicht sagen, dass es Außerirdische sind, aber es sind verdammt nochmal ohne Zweifel Außerirdische. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, in diesem Feuerlöscher habe ich eine Atombombe. Okay. Ja, warum nicht? Ganz ruhig. Wollte sie nicht verärgern. Grace meinte, sie können einen Weg in den Generalstab. Bringen Sie mich rein, dann springe ich mit dieser Bombe die Führungsriege des Regimes in. 1000 Stöcke. Ja! Ja, na klar. Das klingt so gut. Ich helfe Ihnen. Mein Vater hat diese Tunnel zum unterirdischen Zugsystem gegraben, das all diese Geheimbasen verbindet. Der hier führt bis zur Area 52 Güterzugverladungshalle. Perfekt. Also, packen Sie die Bombe in diesen Rucksack. Sie brauchen Ihre Hände zum Schießen. Was, wenn mir einer in den Rücken schießt? Okay. Viele Regimesoldaten da unten. Ich meine ja bloß. Und andere Dinge. Also, ich bleibe per Funk in Kontakt. Oh, bitte Nähe. Und helfe Ihnen. Hey, viel Glück, Blazkowicz. Have you taken your German lessons? There you come, Dad. Oh, vielen Dank.